these years of inspiration and love. Oh, how we live and what we say, it's now been up and it's all. Herzlich willkommen zum vierten Video-Hop von Stempelpunkt und Co. Unser Thema wird dieses Mal sein Vatertag. Auch die Männer freuen sich über eine Kleinigkeit. Mein Beitrag wird dazu sein, heute eine Box in Hemdform und den Gruß, den ich dieses Mal hinten einfach angebracht habe, weil ich vorne das Hemd mit den Hosenträgern einfach viel zu schön finde, um es zuzukleben mit einem Spruch. Den habe ich dann einfach hier hinten dran angehängt. Dazu habe ich die Stanzformen bestickte Rechtecke und davon das drittkleinste angewendet. Und den Spruch, den findet ihr in dem Stempelset Der Beste. Zum Vatertag alles Liebe. Das Stempelset ist nicht mehr erhältlich mit den Stanzformen, die dazu gehören. Dort habe ich nämlich die Hosenträger her. Aber wenn man ein bisschen was trickst, kriegt man auch Hosenträger selbst ein bisschen was zurechtgeschnitten. Und hier vorne für die Hosenträger-Clips, da könnt ihr euch mit Sicherheit auch eine kleine Idee einfallen lassen. Wichtig ist aber das Hemd und das ist sehr, sehr simpel hergestellt. Ich zeige euch, wie ihr das machen könnt. Dazu brauchen wir ein Designpapier in dem Maß 21 x 25,5. Das lege ich mit der kurzen Seite an und falze es bei einmal 5,3. Und schiebe es durch auf 15,7. Ich könnte es aber auch wenden und auch bei 5,3 falzen. Jetzt muss ich gucken. 15,7. Das ist nämlich hier so in diesem grauen Bereich, dass ich das richtig einlege. Also ihr seht, besser ist es tatsächlich, wenn ihr es wendet und bei 5,3 ein weiteres Mal falzt. Designpapier ist das nämlich immer so eine Sache. Macht man es zu dick, drückt man zu fest zu, dann habt ihr schon durchgefalzt. Wir falzen jetzt auf der rechten Seite bei 2 cm. Schiebe es dann rüber auf die linke Seite und falze bei 9 cm. Bei 10 cm bei 15 cm und 16 cm, das ist direkt bis ans Ende von unserem Schneidbrett hier oben. Und jetzt solltet ihr vielleicht von der anderen Seite besser zu erkennen. Diese langen Nasen, die bleiben stehen und das werden unsere Klebelaschen. Das heißt, wir schneiden, wir haben ja hier eine Querfalz und dann schneiden wir die äußere. Also hier ist keine Falzlinie, die erste, die hier kommt, die schneiden wir ein bis zur Querfalz. Dann falze ich das mal hoch, so dass ich hier auch gerade an der Falzlinie bis wieder zur ersten Querfalz und das schräge ich ab. Das ist dann unsere Klebelasche. Ich versuche es mal ins Bild zu bringen. Ich weiß nicht, ob es mir gelingt. Ihr seht diese zwei Falzen, eine davon, also diese kleine Lasche hier, das wird unsere Klebelasche. Das gleiche macht ihr auf der anderen Seite. Ich versuche es wieder ins Bild zu bringen. Hier ist schwierig. Ich gehe mal auf die andere Seite. Nicht so einfach, es euch zu zeigen. Hier ist eine Falzlinie und dann die zweite, die schneiden wir ein. Wieder zur ersten Querfalz. Diese.
dann knicke ich das hier auch wieder ein, dass ich hier gerade an zur nächsten Falz anschneiden kann. Das schräge ich dann wieder ab. Das gibt unsere Klebelasche. Dann sieht das so aus. Jetzt mache ich mein Falzbrett weg. Ja, so sieht das dann aus. Das schlage ich auch mal eben ein. Und das werden unsere Klebelaschen. So soll das dann aussehen. Das gleiche macht ihr auf der anderen Seite ebenfalls. So sollte euer Zuschnitt jetzt aussehen. Und kleben das fest. Wir kleben dieses Teil fest. Und wir kleben auch dieses Teil hier fest. Wir kleben auch dieses Teil fest. Und schneiden. Dann nehmen wir uns einen Bleistift und schneiden einmal bis 3 cm von jeder Seite nach innen. Schneiden wir genau da zwischen den Hemdkragen ein und nehmen dann auch unser Lineal zu Hilfe und ziehen uns den Kragen möglichst nach gerade, so dass er wirklich im rechten Winkel ist. Habe ich das? Ne, hier habe ich zu wenig. Also bei der Markierung zieht ihr das so daher, dass es nachher in einem rechten Winkel nach unten geknickt wird. Jetzt seht ihr, dass ich da irgendwie gemogelt habe. Da muss ich ein bisschen höher schieben. So sieht es dann nachher aus. Und das kleben wir dann auch fest, dass sich das nicht mehr öffnet. Damit ist unser Verschluss schon fertig. Auf der anderen Seite werden unsere Ärmel. Und zwar nehme ich da auch wieder mein Lineal zur Seite. Wichtig ist, dass wir hier oben eine schöne Spitze bekommen. Und dann schlage ich so weit, wie ich möchte, das Papier hier über diese Falzlinie, so wie mir das gefällt. Wenn ich viel Hemd sehen möchte, dann schlage ich viel auf. So finde ich das aber in Ordnung. Und ziehe schön eine feste Falzlinie. Wenn ihr es jetzt umdreht, seht ihr, das wird dann unser Ärmel sein. Auf der anderen Seite ebenfalls. Schaut da, dass ihr euch hier unten in etwa trefft und hier oben schön die Spitze an eingefalten bekommt. So. Ist nicht so, dass ich nicht ein Falzbein habe. So. Und falzt schön um. Auch das kleben wir jetzt hier fest, damit sich der Ärmel nicht wieder löst. Habe ich, glaube ich, zu viel Kleber aufgebracht. Ja, genau. Also da müsst ihr darauf achten, dass ihr den Kleber nicht so weit rüberbringt, dass es hier wieder ausquillt. Bleibt also hier unten so am Revers. So, und das könnt ihr dann auch mit dem Falzbein noch so ein bisschen festdrücken. Und innen kleben wir natürlich jetzt auch hier diese Lasche fest und die andere Seite ebenfalls.
jetzt drücken wir das nochmal mit dem Falzbein fest. Da hat das jetzt prima Halt. So, wenn man das hier schon unten drunter schiebt, dann könnt ihr eigentlich schon die Form erkennen. Denn jetzt brauchen wir nur noch hier unsere Laschen anbringen und die schön gleichmäßig ansetzen. Da nehme auch ich gerne den Flüssigkleber. Wenn ihr gerne Klebeband verwenden möchtet, dann ist euch das auch so überlassen. Kurz anziehen lassen. Dann lege ich es mir nochmal hin und kann mit dem Falzbein festdrücken. Nochmal schauen, ob eine Korrektur nötig ist. Sieht nicht so aus. Ja, dann noch die andere Seite mit Kleber benetzen. Ebenfalls schön sauber ansetzen. Und wenn das ein bisschen angezogen ist, kann man von innen im Falzbein nochmal schön fest andrücken. Mädels, das war die ganze Kunst. Jetzt wölbe ich mein Papier hier so ein wenig und auch der anderen Seite, dass es sich so ein bisschen was anlehnt, und klappe meinen Kragen hoch. Und ihr seht, wenn wir jetzt auch hier ein bisschen nachhelfen, dann lässt sich die Box schön schließen. So haben wir die ganze Sache fertig verschlossen. Fertig ist unsere Hemdbox. Das ging doch jetzt mal flott. Meint ihr nicht auch? Jetzt kommt noch die Kunst der Deko. Da habe ich schon was vorbereitet. Ich habe erwähnt, dass ich da gerade Hosenträger zu vorbereitet habe. Ihr könnt da ganz einfach zwei Streifen im Breite von einem Zentimeter nehmen. Ihr könnt mit Knöpfen arbeiten. Das ist doch eine gute Idee, wenn ihr das jetzt nicht habt, dieses Stempelset oder Produktpaket, der beste. Dann kann man da auch mit Knöpfen arbeiten. Was ich bei meinem ersten Produkt auch hatte, waren auch Knöpfe, die ich aufgeklebt habe. Ich bräuchte drei. Also wenn ich so mit diesen Stempelsets arbeite, habe ich immer irgendein kleines Kontingent, von dem ich genügend rumfliegen habe. Man hat ja immer nur ein Schnipselpapier übrig und dann stanze ich eben auch aus, auch wenn ich es mal jetzt gerade im Moment nicht benötige, und kann mir dann oft aus meinem Tütchen, wie in diesem Fall, mal noch so ein oder zwei Accessoires herauskramen. Oh weh, oh weh, oh weh, ihr Lieben. Ich habe gerade festgestellt, dass nach meinem Fertigstellen der Box eigentlich die Dekoration komplett untergegangen ist. Somit möchte ich euch nur noch erzählen, wie ich es weiter gehandhabt habe. Ich habe dann noch die Knöpfe aufgeklebt und habe von unten herauf die Hosenträger noch angebracht. Das habt ihr eigentlich verpasst. Letztendlich noch das Schildchen hinten mit einem Bindfaden angebracht. Den habe ich ganz einfach um den Kragen herum umwickelt und hinten mit einem Schleifchen versehen, wie ihr gerade so sehen könnt. Und ja, da hat meine Kamera, da ist sie nicht mitgelaufen. Seid mir bitte nicht böse, aber ich glaube, dekorieren ist das Simpelste, was ihr von mir lernen könntet. Vielleicht seid ihr da sogar besser bei als ich. Ich habe euch ja beim Vorstellen meines ersten Projekts gesagt, dass ich das Schild zum Vatertag alles Liebe hinten angebracht habe, weil ich vorne irgendwie der Ansicht bin, dass das Hemd einfach noch ein Spruch, vielleicht noch ein ganz kleiner hier unten. Da seid ihr vielleicht auch ganz gut bestückt und habt einen Vatertagsspruch, der recht klein ist. Und dann kann man den auch hier vorne anbringen. Aber das möchte ich euch gerne selbst überlassen. What we love, what we do.